Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Mira, und bald ist Ostern. Und da habe ich einen richtigen Klassiker für euch, und zwar machen wir heute einen Osterzopf. Aber keinen klassischen, sondern einen gefüllten, und zwar mit Marzipan. Dafür brauchen wir als erstes natürlich einen Hefeteig. In eine große Schüssel kommt jetzt die Hefe mit etwas Zucker und etwas warmer Milch. Mit einer Gabel rühre ich das Ganze um, sodass sich die Hefe und der Zucker in der warmen Milch auflösen. Das lasse ich jetzt kurz ruhen, damit die Hefe aktiviert wird. Jetzt kommt da ein Eigelb, Mehl, die restliche Milch und eine Prise Salz rein. Eier verquirle ich schon mal so ein bisschen. Und mit den Knethaken wird das jetzt gut verrührt. Jetzt kneten wir Stück für Stück die Butter unter. Den packe ich jetzt in eine saubere Schüssel und lasse ihn dann an einem warmen Ort für eine Stunde gehen. Während der Hefeteig noch ein bisschen ruht, können wir schon mal mit der Füllung weitermachen. Dafür zupfe ich Marzipan in eine Schüssel und mische das mit Eiweiß, etwas Zitronensaft und Bittermandeln. Ein Eiweiß hatten wir ja schon, ein zweites habe ich einfach noch dazugegeben. Die Marzipanfüllung ist fertig und als nächstes rösten wir die Mandeln goldbraun. Ich lasse die Mandeln außerhalb der Pfanne abkühlen, weil die sonst in der Pfanne nachrösten. Der Teig ist schön groß geworden und jetzt rollen wir den aus, und zwar 45 x 45 cm. Die Marzipanmasse verteilen wir jetzt auf der Fläche. Und auf dem Marzipan verteilen wir jetzt die Mandeln. Und jetzt rollen wir den Teig auf. Jetzt schnappe ich mir ein Messer und schneide die Rolle einmal längs durch. Aber oben lasse ich das zusammen. Jetzt verdrehen wir diese beiden Stränge miteinander. Den legen wir jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Und der kommt jetzt bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für 35 Minuten in den Ofen. Der Zopf ist fast fertig gebacken und jetzt machen wir noch die Glasur. Dafür lösen wir die Aprikosenmarmelade in 3 Esslöffel Wasser auf. Ich lasse das Ganze dann auch ein bisschen aufkochen.
Ich habe den Zopf jetzt aus dem Ofen geholt und bepinsel ihn jetzt sofort mit der heißen Konfitüre. Jetzt lassen wir ihn trocknen, so ungefähr 10 Minuten. Unser Osterzopf wird aber nicht nur mit Konfitüre bepinselt, sondern da kommt auch noch Zuckerguss obendrauf. Und den rühren wir jetzt an. Den Zuckerguss gebe ich jetzt über den Zopf. Also diesen Osterzopf wird es bei mir definitiv zum Osterfrühstück geben. Falls ihr auch ein Osterfrühstück macht und dafür noch ein bisschen Inspiration braucht, dann lege ich euch noch zwei ganz tolle Rezepte ans Herz. Und zwar einmal unsere Osternest-Cupcakes, die sehen super niedlich aus und schmecken natürlich auch gut. Und unseren Mini-Osterkranz, auch sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch frohe Ostern und bis ganz bald.